So, Mega LP Studios meldet sich zurück mit dem Kreuzritterturnier von Ratchet Gladiator. Davoi! So, meine lieben Freunde, was machen wir heute? Wir zocken weiter! Genau, wir werden jetzt gegen den zweiten Exterminator kämpfen, nämlich Reaktor. In einer Welt, in der unsere Träume alles sind und uns die Leidenschaft fest in den Haaren. Nenn mich nicht Baby. Griff ein psychopathischer Killer nach den Sternen. Über die Feiertage präsentiert Fox die romantische und wahre Geschichte der Karriere eines Exterminators. Vom einfachen Leben eines Mathelehrers. Aber für ein Baby, ich gebe dir Kids das Geschenk der Bildung. Du Verlierer. Geh mir aus den Augen. Zum unvergleichlichen Ruhm eines mordenden Spitzensportlers. Wir sind reich. Ich liebe dich, Reaktor. Ich war immer für dich da. Lebe den Traum. Sieh die Legende von Reaktor. So, da hat man schon gesehen, dass Courtney Gears eine Lampe ist. Deswegen haben wir sie natürlich bei Ratchet & Clank 3 exterminiert. Das ist mir doch auch mal wieder ein tolles Display. Also drei habe ich noch hier. Aber da sieht man es wieder. Wahre Liebe ist doch immer das Geld. Wahre Liebe gibt die sich immer. Und durchs Geld. Und durch die Wahr... Und durch die Adern des Penises. So! Nein, wir gehen eher shoppen. Also das war jetzt sehr pervers. Also bitte entschuldige dich bei dem... Mini-Gefechtszungenwerfer. Oh ja, das ist doch... Schlüssel-Upgrade. Das immer machen. Upgrade! Also soll man den Mini-Gefechtszungenwerfer... Ein Upgrade ist wie ein guter Remix. Ja. Mini-Gefechtszungenwerfer? Ja, das ist eine exzellente Waffe. Ein Mann, ein Wort. Und wir gucken gleich den Tatort. Naja. Na. Okay. Let's cook Tatort. Ja, genau. Let's show Tatort. Dann machen wir mega Cook Studios. Mega Show Studios. Oh mein Gott. Das sieht schon ein bisschen anders aus als das erste Turnier. Es ist auch anders. Wenn wir haben 5 Runden, wir haben jeder die gleiche Waffe. Das ist wieder ein Teil des Spiels, wo beide sich die gleiche Waffe teilen müssen. Ach ja. Und du sagst, es ist so ein Teil. Ja, tut mir leid. Nur hier ist es so. Man hat nur die Munition, die Zeit. Schießt der eine, ist die Munition bei dem anderen auch weg. Also verschieße ich meine Munition. Ich habe noch kein Leben abgekriegt. Wir sind jetzt Level 6 mit dem Jägerminenwerfer. Ja, das wüsste ich auch gerne. Wie geht Ratchet mit diesem Anzug aufs Klo? Was ist, wenn er mitten in einem Turnier muss? Gibt's eine Schnelltoilette? Gibt's ein Dixie-Klo? Also bei Extra weiß ich es. Benutzen die überhaupt Klopapier? Also kann ich ja eigentlich einen Minenwerfer irgendwo hin schmeißen. Das... Okay. Ja, ich will, wenn keine Munition da ist. So, so. Keine, null. Eine, zwei, null. Ja, ich werde die ganze Zeit hier attackiert. Wir haben aber auch den Schlüssel. Schmeckt. Kopf drauf. Tja, was ist das? Nein, das ist erst die letzte Runde hier. Okay, dann das war die erste Ausrunde des Kreuzritterturniers. Da kommt aber noch mehr. Warum töte ich denn immer so viele Gegner und nur so wenig? Das liegt am Controller. Ja, oh, was ist das denn? Achso. Wir müssen grinden und drehen und das macht. Ja, okay, dann drehen wir. Ah, verdammt. Was macht der denn jetzt schon wieder? Er nimmt die Doppel-Reaper. Müssen wir wieder mit im Gefecht so spielen, weil dann... Ah, ja, genau. Ja, warte mal. So. Dann mach ich die Magma-Kanone weiter. Whatever you want. Und weiter. So, die Mini-Gefechtstürmwerfer, also die Mini-Gefechtstürme, schießen von automatisch. Das sind wie kleine Gehelfer-Menschen-Typen. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber ihr wisst, was ich meine. Da muss man dazu sagen, es sind nicht wie die Jägerminenwerfer sind
Warte, geh mal ein bisschen nicht rein. Er grindet. wenn man sich zu weit von den schon Geworfenen entfernt, ziehen die ihre Köpfe ein und feuern nicht mehr. Deswegen am besten immer nur, wenn Gegner da sind, um sich herum die Dinger schießen und sonst funktionieren die. So. Ihr seht, wir spielen das Spiel nicht nur, wir geben auch Überlebenstipps. Ja. Damit man natürlich nicht beim ersten Mal, falls man es wirklich zum allerersten Mal spielt, direkt verzweifelt. Oder wie wir es lange nicht mehr gespielt haben und dann verzweifelt und man denkt, wie hat sich das bloß geschafft? Richtig. Ah ja, wir müssen ja rüber. Ne? Hard Night. Hartes Licht. Hard Night. Ach du, ich brauche jetzt ein Bad gleich. Ach du, ich hole mir gleich einen Arm zu dem B, zu dem C. Machen wir uns mal einen. Ist da noch was? Es ist noch was, ich glaube, das reicht jetzt uns beiden. Okay. Aber das hört sich doch gut an. Ach, Kerl. Beeil dich mal. Übrigens habe ich auch bald gehört, dass es gab ja DSDS und dann gab es noch DSDS. Geh rüber! Oh Scheiße! Komm! Geh rüber! Okay. Jetzt kann man nämlich sagen, sobald er auf einer anderen Plattform ist, dann und ich hier reinfalle, werde ich sofort in seine Nähe hinkatapultiert. Wie man jetzt sieht, gespoont. Oder auch nicht. Scheiße! Tja, das war wohl ein Fehler von mir. Ich ja, das ich hat merke. Vorher so geklappt. Tut super, super gemacht, Mr. Nerf. Ja, wir müssen wieder von meinem. So, es tut mir leid. Was ich sag, ich wollte gerade irgendwas. Ach ja, es gibt ja DSDS, dann gab es noch das Nebenformat DSDS Kids und es gibt bald noch was von DSDS. Beton. Und zwar LSD. LSD? DSDS LSD, ja. Ah. Da singen die Kandidaten halt unter Drogeneinfluss. Wird witzig. Ich nehme teil. Ich war bei den Castings. Und da ich da auch schon gewohnt bin, Spiele zu spielen unter Drogeneinfluss, Das ist ewig ein bisschen schief, ne? Ja. Habt ihr das gesehen? Die ich Dinger, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich glaube, das hat sich noch bewegt. Ich glaube, die Minen waren gar nicht richtig drauf, ne? Ja, ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer es gesehen haben. Ihr habt die Minen. Ja, ihr könnt ja zurückspülen, ja. Und euch das spülen. Ja, wie denn? Zurückspülen. Spulen, nicht also, spülen. Ja, ihr könnt auch eure Wäsche zurückspülen. Geschirr, nicht Wäsche. Wäsche wäscht man. Ich sag doch unter Drogeneinfluss. Also auf jeden Fall, ihr könnt zurückspulen und dann angucken, dass die Bahn schief war. Und ihr könnt euch das Gespräch hier nochmal anhören. Ich bin tot. Egal, mein. Boah, voll hinten geschossen. Beschossen. Erschossen von hinten. Angespritzt. Gott, wir machen hier gerade ein auf RTL-Niveau. Ja, das Ende der RTL steht für Niveau. Finger am Po. Mexiko. Schmeckt. Ich fange ja zu heulen voll an. Ich spiele gerade irgendwie weg, also ich kann nicht. Der Schuss scheiße. Schieß doch mal auf ihn. Gib mir die Gefängnisdummer, schieß nicht. Schieß! Der ist nicht nah genug. Verdammt. Oh, weißt du was? Ich mach's selber. Hey, was war daran mit dem Breakdance oder was? Guck dir gerade die Tonspur an, Alter, bei den Lachen. Wenn ihr die Tonspur mal sehen würdet, das wäre hammermäßig. Ja, wir sollten uns mal beeilen, ne? Aber wir haben Zeit? Ja, wir müssen auf das Spiel noch Zeit, Junge. Hier, guck mal, hier ist auch noch ein Bolz. Müssen wir den nicht drehen? Egal. Scheiß drauf. Was für ein Holz? Aquaholz ist in Oberhausen, aber es gibt noch bessere Aquaholz. Wir wollen ja keine Werbung machen. Die wurde hast du die lange gehört? Gemacht. Ja, ja. Wir wollen noch keine Werbung machen. Ah! Noch nicht schießen. 3, 2, 1. Wuhu! Bam! Oh, war das ein tolles Finale? Ja. Dieter Bohlen ist tot. Spaß! Ja, er lebt noch. Stimmt nicht. Okay, wir haben Knotenpunkt vergessen. Ja, siehst du, ich hab doch gesagt. Sorry, wir sind halt ein bisschen. Das war ganz eindeutig. Unser Lachen hat uns vom Spielen abgelenkt. Wir wollen natürlich auch ein bisschen witzig hierbei sagen. Ich bin tot! Dich teleportieren machst du tot. Ja. Wir wollen natürlich auch witzig sein. Seht ihr, ich wurde hinterher neben ihm gespawnt.
dreh du mal. Seht ihr? Die sind jetzt alle oben. So, der ist auch. Und wir haben noch 38 Sekunden, das schaffen wir nicht. Außer, das ist jetzt sofort beendet. Oh, bitte, ja! Bam! Pudelig. Legen wir einen Dackel. So, weiter geht's mit der nächsten Herausforderung. Gut, gut. Ist das jetzt eigentlich auch mit Reaktor? Ja oder nein? Wir werden es gleich sehen. Gut, gut, gut. Also, ja. Hier kommt der Reaktor! Und den nehmen wir natürlich vom Strom, weil der steht schon auf Reaktorenergie. Ich lass mir zwei! Man muss dem Fernseher was bieten. Und fang bloß nicht an zu heulen, Kleiner. Ich bin ein Spektakel für die Kameras. Na los. So, wir sagen Nein zu Atomstrom. Und ich benutze natürlich die stärksten Waffen, die es hier gibt. Ja, ja, Leute, ich will meine Mini-Gefechtstürme. Die, wenn sie auf Level 10 sind, übrigens Quasar-Gefechtstürme heißen, glaube ich. Ja. Ja, das zieht doch ab. Gott, sind die Endgegner ja aber schwach. Und die haben so eine große Schnauze, ne? Wie hast du gerade denn? Ich hab noch volles Leben. Volles Leben. So, der ist auch gleich tot durch unsere... Ja, super. Ich hab ihn getötet. Ja, er hat ihn getötet. Ich hab einfach die meisten Gegner dafür killt. Er. Ja, den Endgegner. So, Kreuzritter. Ja. Ja, wir sind jetzt Kreuzritter. Wir sind wieder in Rang aufgestiegen. Es geht weiter mit den nächsten Planeten.